Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem neuen Schleimvideo. Ich habe hier super coolen Schleim aus einem Klebestift. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, das kam vor ein paar Tagen online. Wenn nicht, schaut einfach mal bei uns in den Kanal, da findet ihr das auf jeden Fall. Super einfach und richtig cool dieser Schleim. Und weil er wirklich so wunderschön weiß ist, dachte ich, versuche ich ihn auch noch einmal einzufärben und dafür benutze ich diesmal eine andere Methode. Ich versuche es nämlich mal mit einem Textmarker, also mit einem Filzstift, in diesem Fall in Neon Pink. Und dafür rolle ich den Schleim so ein bisschen hin und her, klopfe ihn ein bisschen aus und fange einfach mal an, ihn anzumalen. Sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Und ich bin auch super gespannt, ob die Farbe sich auch gut einkneten lässt oder ob ich nachher komplett pinke Hände habe. Los geht's! Ich ziehe den Schleim erstmal so ein bisschen auseinander. Richtig cool. Sieht sehr hübsch aus momentan. Weiß und rosa. Bisschen eindrehen. Sehr, sehr cooles Ergebnis. Lässt sich auf jeden Fall schön einkneten und es lassen sich schöne Effekte damit erzielen. Aber die Farbe muss natürlich auch komplett eingearbeitet werden. Und ihr seht, je öfter ich es falte und wieder auseinanderziehe, desto heller wird der Rosaton und desto ebenmäßiger. Es entsteht wirklich ein schönes, helles Rosa. Sieht so ein bisschen aus wie Bubblegum-Schleim. Sehr, sehr cool. Also ein richtig schönes Farbergebnis. Meine Finger sind übrigens auch sauber geblieben. Das war so ein bisschen die Befürchtung, dass ich die Hälfte der Farbe nachher einfach an den Fingern habe, weil der Schleim sie nicht annimmt. Aber eine sehr coole Methode, Schleim zu färben, gefällt mir sehr, sehr gut. Und vielleicht kennt ihr ja noch weitere Methoden. Wenn es so ist, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin super gespannt, sie zu testen und natürlich auch eure Kommentare dazu zu lesen. Und ich hoffe natürlich auch, euch hat dieses Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch super. Einfach dafür unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!